Heute ein bisschen was anders. Wir laufen heute mehr, wir sprechen heute ein bisschen weniger. Wir wollen heute einmal auf den Marktplatz gehen und um die Kirche rum und gleich wieder zurück. Das heißt, es ist eigentlich alles gesagt. Die meisten von euch, ich denke, also ich begrüße natürlich alle neuen Teilnehmer heute hier, aber ich denke, ich kenne die meisten Gesichter, die meisten von euch sind ja schon lange dabei. Wir waren schon sehr oft am Josefskrankenhaus. Und nicht geimpftes Personal wollte man in der Artemid-Gruppe grundsätzlich nicht mehr haben. Also das Josefskrankenhaus gehört zur Artemid-Gruppe. Die Artemid-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, alle nicht geimpften Mitarbeiter loszuwerden. Wir haben auch schon versucht, mit dem Josefskrankenhaus bzw. mit der Klinikleitung in Kontakt zu treten. Wir haben versucht, eine Erklärung zu finden oder eine Erklärung zu bekommen für diese Diskriminierung und dieses Verhalten der Klinikleitung, diesen vorauseilenden Gehorsam, dieses respektlose und unwürdige Verhalten gegenüber verdienten Mitarbeitern. Wir wurden vom Josefskrankenhaus immer nur ignoriert. Wir haben keine Antwort bekommen. Deshalb möchte ich heute mal eine Stellungnahme bzw. einen Brief vorlesen, den ich bekommen habe, der mir zugespielt wurde vom Josefskrankenhaus an die Mitarbeiter im Josefskrankenhaus. Ist nicht mehr ganz frisch, ist vom September, aber es ist mal eine Chance für uns, mal die Sichtweise des Josefskrankenhauses auf die aktuelle Situation mit der Pandemie und die aktuelle Situation mit der bereichsbezogenen Impfpflicht zu sehen. Und ich würde diesen Brief gerne einfach vorlesen, damit ihr seht, wie die Klinikleitung im Josefskrankenhaus tickt. Vor etwa einem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, zum Wohle unserer Patienten und der Belegschaft sowie zum Schutz des Gesundheitssystems 2G zur Voraussetzung der Erbringung der Arbeitsleistung zu machen. Hintergrund waren sehr hohe Inzidenzwerte und eine mit sehr hohen Todeszahlen einhergehende, damals vorherrschende Delta-Variante. Die Politik hat dann nachfolgend eine Impfpflicht für Personal in Krankenhäusern zum 15.03. dieses Jahres eingeführt, wenn auch die Durchsetzung ziemlich nachlässig gehandhabt wurde. Es freut uns ganz enorm, dass Sie alle, das richtet sich natürlich an die geimpften Mitarbeiter im Josefskrankenhaus, dass Sie alle an einem Strang gezogen und uns bei dem Projekt 2G-Betrieb unterstützt haben. So haben wir es geschafft, seit Jahresanfang einen vollständigen 2G-Betrieb auf die Beine zu stellen. Nahezu die gesamte Belegschaft hat sich impfen lassen. Die wenigen Impfverweigerer, die wir trotz größter Anstrengung nicht vom medizinischen Nutzen einer Impfung überzeugen konnten, haben zwischenzeitlich die Artemid verlassen. Auf diese Weise konnten wir unsere Patienten bestmöglich schützen und ein erhöhtes Ansteckungspotenzial durch Personal vermeiden. Das Projekt 2G war damit ein voller Erfolg. Wir danken Ihnen nochmals recht herzlich für Ihren vorbildlichen Beitrag. Erfreulicherweise sind weite Teile der Bevölkerung zwischenzeitlich entweder durch Impfung oder durch Erkrankung immunisiert. Zudem hat das Virus zur weit weniger gefährlichen Omikron-Variante mutiert. Sick, das ist so, wie es da steht. Natürlich falsch. Die Menschen haben deshalb heute weit weniger Angst vor einer Covid-19-Erkrankung mit Todesfolge. Stattdessen sind sie bereit, eine teilweise sehr unangenehme Infektion mit dem Virus in Kauf zu nehmen, um wieder ein normales Leben zu führen. Wir gehen davon aus, dass uns das Covid-Virus auch in Zukunft nicht verlassen wird. Wir werden aber mit ihm genauso leben wie mit Rota, Noro oder Influenza-Viren. Entsprechend dieser positiven Entwicklung wollen wir erneut eine Vorreiterstellung einnehmen und Sie, soweit uns dies möglich ist, entlasten.
Mit Wirkung ab 1.10.2022 entfällt unsere interne Weisung zur Einführung des 2G-Betriebs. Es verbleibt aber bei den aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben, wonach neue Mitarbeiter nach § 20a Infektionsschutzgesetz nur eingestellt werden können, wenn sie 2G erfüllen. Zudem setzt der gesetzliche 2G-Status ab Oktober 3 Impfdosen oder 2 Impfdosen in Kombination mit einer Erkrankung voraus. Dumm gelaufen. Abweichend davon können Sie aber als Bestandsmitarbeiter dennoch weiterhin bei uns tätig sein. Auch wenn Sie bislang nur zweifach geimpft wurden, solange kein behördliches Beschäftigungsverbot ausgesprochen wird. Wir sind jedoch bei Nichterfüllen der gesetzlichen 2G-Vorgaben verpflichtet, Sie beim lokalen Gesundheitsamt zu melden, wobei wir davon ausgehen müssen dürfen, dass dieses in Fortsetzung der gegenwärtigen Praxis kein Beschäftigungsverbot aussprechen wird. Versprechen können wir dies jedoch nicht. Zudem hat es allen Anschein, dass der Gesetzgeber die Impfpflicht nicht über den 31.12.2022 hinaus verlängern wird. Um nicht Gefahr zu laufen, ein solches Beschäftigungsverbot zu erhalten und auch ganz generell aus unserer tiefsten Überzeugung heraus, legen wir Ihnen jedoch dringend ans Herz, sich mit den für Ende September oder Oktober erwarteten überarbeiteten Impfstoffen erneut impfen zu lassen. Diese wirken auch gegen die Omikron-Variante sehr gut. Auch gegen die Omikron-Variante sehr gut. Man beachte die Formulierung. Und schützen Sie nicht nur vor einem schweren Verlauf, sondern auch vor einer eher milden, aber dennoch lästigen Infektion. Sollte sich die infektiologische Situation ändern, behalten wir uns vor, auch wieder eine eigene 2G-Weisung auszusprechen. Wir hoffen, dass dies jedoch nicht mehr erforderlich sein wird. Nochmals herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Ist unfassbar. Das ist es, jawohl!